Bei der 23 steht eine 2 in der Zehnerstelle. Diese 2 steht für 2 Zehner. 2 Zehner habe ich hier einmal aufgemalt. Hier siehst du 2 Säulen aus jeweils 10 Kästchen. Hier sind 10 und hier sind 10. Diese 2 steht also für 2 Zehner. Eine 10 und noch eine 10. So, diese 3 hier drüben, die steht in der Einerstelle. Sie steht für 3 Einer. Die siehst du genau hier. 1, 2, 3 Kästchen. Wenn du 3 Einer und 2 Zehner hast, diese 2 Zehner sind das gleiche wie 20 und diese 3 Einer sind das gleiche wie 3, sind das 23. Das schreibe ich gleich einmal auf. Hier schreibe ich, 23 ist das gleiche wie 2 Zehner plus 3 Einer. Was wäre, wenn du zu diesen 23 zum Beispiel 30 hinzufügtest? Also, du hast 23, eine 2 in der Zehnerstelle, eine 3 in der Einerstelle und addierst dazu 30, also plus 30 plus 3 Zehner und 0 Einer. Was kommt denn da heraus? Du fängst mit 23 an, die sind ja schon hier, dann rechnest du plus 30. Die 30 hat eine 3 in der Zehnerstelle und keine Einer. Ich kopiere mal schnell die 3 Zehner für dich. Das ist eine 10. Hier kommt noch eine Säule von 10 Kästchen und die dritte Säule von 10 Kästchen. Ich habe 1, 2, 3 Zehner hinzugefügt für dich. Wie viele Zehner hast du denn jetzt zusammen? Zähl doch einfach mal mit. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 5 Zehner. Genau. Sieh mal, 2 Zehner plus 3 Zehner ist gleich 5 Zehner. Das ist doch ganz einfach. Okay, und was ist mit den Einern? Na, du hast immer noch diese 3 Einer. Schau mal hier, 3 Einer plus 0 Einer sind immer noch 3 Einer. Was kommt demnach bei 23 plus 30 heraus? Ich schreibe das noch einmal anders auf. 23 plus 30, eine 3 und eine 0, ist gleich 5 Zehner, also eine 5 in der Zehnerstelle. Also gleich 50 und 3 Einer. Ich schreibe die Einer besser weiter in Orange, damit ich dich nicht vollends verwirre. Also 3 Einer. 23 plus 30 ist gleich 53. Du hast 2 Zehner plus 3 Zehner ist gleich 5 Zehner. 3 Einer plus 0 Einer ist gleich 3 Einer.